Hier wird nicht irgendwo geschnitten. Hier fallen die Haare im schönsten Salon der Welt. Denn mit seinem Salon hoch über den Dächern von Heilbronn hat Ralf Joachim Hoffmann sich beworben und Mitbewerber aus Abu Dhabi und Shanghai ausgestochen. Der Wettbewerb kam jetzt halt und dann habe ich gedacht, naja, ich bin eh verliebt in diesen Laden und warum soll ich es nicht probieren und schauen, ob andere den genauso toll finden wie ich. Und hat ja funktioniert. Dafür gab es den Preis Best Salon Design. Denn es sei gemütlich und einladend, wieder tatsächlich ein Salon, in dem der Gast umsorgt wird. Schön, süß. Ich habe natürlich gehofft, unter die Top 20 zu kommen. Das wäre ein großer Traum gewesen. Aber unter die ersten drei, geschweige denn noch Platz 1, das war schon ja, ein was ganz Besonderes, ein ganz aufregender Moment. Und auch jetzt geht es mir wieder kalt den Rücken runter, wenn ich dran denke. Ja, da waren viele baff, auch seine Kunden. Dass das so geschätzt wird, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und Heilbronn tut es auch gut, dass man was von Welt hat. Er hat einfach eine ganz besondere Liebe zu schönen Dingen, zur Architektur. Und das spiegelt sich ja wirklich hier in diesem Salon. Als Friseur war Hoffmann auf der ganzen Welt unterwegs. Und die Ideen aus New York, der Charme der großen Lofts mit großen Fenstern, hat es bis nach Heilbronn geschafft. Aber auch die Geschichte des Raums spielt mit. Wo jetzt Haarfarbe lagert, wurde früher Bier ausgeschenkt. Hier war früher die Bar, da brauchten wir das fürs Wasser. Aber hier haben wir uns dann entschieden, dass wir bewegliche Arbeitsplätze machen. Flexibel bleiben in jeglicher Hinsicht. Eigentlich wollte Hoffmann nur 60.000 Euro ausgeben für seinen neuen Salon. Doch schnell steckten 100.000 Euro drin. Damit hat es dann aber auch gereicht, um die weltweiten Salons hinter sich zu lassen. Der Drittplatzierte hat mich sehr beeindruckt. Das war ein Salon aus Shanghai, der war allerdings ganz anders als dieser hier. Das waren 800 Quadratmeter mit Schulungszentrum. Die haben an der Rezeption einen Birkenwald stehen. Die haben eingelassen im Salon irgendwelche Felder mit Moospflanzen und sonst irgendwas. Wahnsinnig clean, wahnsinnig straight. Wäre jetzt nicht meins, wo ich arbeiten wollte, aber vom Design her war er wunderschön. Heilbronn schlägt also die Weltstadt Shanghai. Aber passt ein Salon von Welt überhaupt hierher? Warum denn nicht? Heilbronn ist eine aufstrebende Stadt, also es verändert sich ganz viel. Und auch in Kleinstädten kann man den anderen mal zeigen, dass ein bisschen mehr geht. Als Hoffmann vor 21 Jahren nach Heilbronn kam, war er noch der Nike-Schmeckte. Aber mittlerweile hat er sich nach ganz oben gearbeitet.